Moin und herzlich willkommen zurück im Jurassic Park in Jurassic World Evolution 2. Jo, und ich drück mal kurz auf Pause, denn wir haben natürlich aufgehört nach dem Tropensturm in der letzten Episode, damit, dass wir einige der Dinosaurier hier immer noch mit niedriger Gesundheit zurücklassen mussten. Unter anderem diesen Struthiomimus, so heißt er. Struthiomimus. So, und das liegt daran, dass hier derzeit eine Erkrankung durch die, also eine Erkältungswelle durch das Gehege geht. Und jetzt müssen wir halt dafür sorgen, dass unser Onkel Doktor, der eh schon unterwegs ist, hier die Saurier einen nach dem anderen wieder ein bisschen boostert, bis die Erkältung vorbei ist. Und das gilt auch für den da. Also, theoretisch können wir jetzt auch hier langfahren und alle per Hand beackern. Jetzt muss ich mal gucken. Der hier ist fertig, hat einen großen Bruch. Das war nämlich der nächste. Ein kleiner Struthiomimus, der leider Gottes sich irgendwas gebrochen hat. Und da müssen wir jetzt, wie immer, und das lohnt sich aus ökonomischer Sicht vermutlich gar nicht, dafür sorgen, dass er hier hin transportiert wird. Jetzt brauchen wir einen, der sich mit Arztkenntnis 3 auskennt. Nehmen wir Mao, der kriegt das schon hin. Ah, okay, kostet 9000. Ist also deutlich weniger als ein neuen Saurier. Genau, da liegt noch einer. Der ist nämlich ausgebrochen, als der Zaun kaputt war. Einen neueren Saurier zu schaffen. So, dann machen wir das jetzt so. Gut. Und dann können wir auch weitermachen. Und in der letzten Folge war es ja auch leider Gottes so, von der vorletzten, dass ich pleite gegangen bin nach dem letzten Tropensturm, weil ich einfach zu viel gebaut habe. Ihr erinnert euch, die es gesehen haben, ich habe bereits hier hinten noch ein weiteres Gehege gebaut. Und ja, das war sehr teuer, hat mich mehrere Millionen Dollar gekostet. Ja, und dann kam ein Tropensturm und hat die Gäste aus dem Park getrieben und das hat dafür gesorgt, dass wir Minuseinnahmen hatten. Und da gucken wir mal ganz kurz rein in die Finanzen. Na, wir sehen das, wir haben Ausgaben, laufende Kosten von knapp 500.000 Dollar pro Minute und wir haben nur Einnahmen von Gewinn von knapp 100.000 derzeit, sodass wir natürlich dafür sorgen müssen, dass wir mehr Saurier haben, die mehr, also auch mehr coole Saurier haben, die mehr Besucher anlocken. Und dafür brauchen wir mehr Bargeld auf dem Konto. Und vor allem eine Bargeldreserve, um bei einem neuen Tropensturm, die ja hier leider auf der Insel regelmäßig auftreten, in der Lage zu sein, das abzupuffern. Stellen wir also vor, wenn wir roundabout 5 bis 6 Millionen Euro an Puffer, Dollar an Puffer hier haben, dann sind wir soweit safe bei Betriebsausgaben von 500.000 pro Minute, dass wir mehrere Minuten lang überstehen können. In der letzten Folge war es auch so, dass wir knapp 1,6 Millionen als Puffer hatten und zum Schluss waren wir nur noch bei, ja, also 1 Million können wir ungefähr sagen, mit Reparaturkosten. Vielleicht auch 1,2 Millionen, bis sich die Gästezahl wieder so erhöht hat, dass wir im Plus sind und Einnahmen generieren. Parkbewertung ist aber dafür mittlerweile schon ein Stückchen nach oben gegangen und das Potenzial liegt derzeit bei 1387 Gästen. Anziehungskraft muss noch erhöht werden. Da muss ich auch nochmal reingucken, was da genau fehlt. Anziehungskraft der Gäste, wie können wir das machen? Sichtbarkeit, Unterhaltungsattraktionen. Okay. Das heißt, wir brauchen mehr Unterhaltungsattraktionen, damit wir das Potenzial von 4000 ausschöpfen. Toilettenversorgung ist bei 100%, Schutzraumversorgung bei 100%. Gästezustimmung, Saurier wohl. Okay, da sind einige noch gerade not so happy because of verletzte Saurier und Erkältung, vermute ich mal. Ticketverkäufe, ja, normale Gäste, Abenteurer, Naturliebhaber, 55% und Luxus, ja, haben wir auch ein paar. 18% mehr als im letzten. Und bei Einrichtungen, Getränkeversorgung ist zu wenig, Einkaufsmöglichkeiten sind zu wenig.
Essensversorgung dafür bei knapp 94%. Gewinn hier relativ wenig. Da könnten wir mehr machen. Und auch was die Getränkeversorgung betrifft, könnten wir auch mehr machen. Na, das ist vielleicht ein Punkt, wo wir jetzt gleich nochmal reingucken. Über die Verwaltungsansicht mal auf Getränke klicken. Und da stellen wir fest, hier fehlt eine ganze Menge an Getränkeversorgung und da hinten fehlt noch eine ganze Menge an Getränkeversorgung. Und da können wir mal dran arbeiten, indem wir, ich sag mal, eine kleine Einrichtung nehmen. Na, die kostet auch nicht so viel Strom. Hier fehlt noch so ein Stand. Den könnte man da hinbauen, indem man das Gehege hier vielleicht einen Ticken kleiner macht. Da sieht es eigentlich ganz gut aus. Hier fehlt noch ein bisschen was. Warte, Getränke wollten wir haben. In jedem Fall kann hier noch eine hin. Konfigurieren. Ich hätte gern was anderes. Wie wäre es denn hier mit Bubble Tea? Ingwerbier haben wir da drüben schon. Smoothies. Abenteurer haben wir nicht so viele. Ja, wie wäre es mit Bubble Tea? Müssen wir noch mal kurz abwarten, bis wir sehen, was denn unsere Gäste hier auch haben wollen. Dafür müssen wir aber auch den Weg anschließen. 3.710 Dollar. Ja, kostet alles Geld. Ohne Ende. So, und jetzt können wir konfigurieren. So, wir brauchen mehr Grün. Und wir brauchen mehr Normal. Ah, warte, warte, warte. Also Grün und normale Gäste. Dann brauchen wir Grün und Gelb. Kommt noch ein Aquarium rein. Und dann nehmen wir noch für unsere ganz forschen Abenteurer. Nehmen wir natürlich auch noch was mit hinzu. Wo haben wir die? Haben wir schon verbaut, vermute ich, ne? Aber wir könnten hier möglicherweise noch was hinzufügen. Fernseher? Ne. Vielleicht nehmen wir auch Gelb und Weiß. Wo haben wir Gelb und Weiß? Haben wir gar nicht. Nee. Ja gut. Ich möchte aber, dann nehmen wir einen Fernseher. Komm. Oder eine Fotokabine. So, und schon haben wir das. Und jetzt gucken wir mal, wo hier ein. Oh no. Ein Velociraptor ist tot. Das ist schon mal schlecht. Ist gestorben an Altersschwäche. Das heißt, der andere wird jetzt langsam einsam und vermutlich bitterböse werden, wenn er denn nicht demnächst einen neuen Velociraptor dazu bekommt. Gut, gucken wir mal rein, was es denn kostet, den Velociraptor zu erforschen. Genom modifizieren, da hatte ich auch schon mal reingeguckt, da müssten wir erst noch mal ein bisschen forschen. Ne, bislang können wir höchstens die Langlebigkeit erhöhen. Und da müssten wir unbedingt dran arbeiten. Forschungsansehen. Ich möchte aber jetzt erstmal tatsächlich die Langlebigkeit ein bisschen erhöhen. Bis wir das nämlich erforscht haben, dauert es noch ein bisschen. Das können wir hier machen. Musterfarbe, das ist das Einzige, was es gibt. Also speichern 270.000. So. Na, 270.000. Sind wir schon wieder nur bei 1 Million auf dem Konto? Und ich habe eigentlich gesagt, ich möchte nicht schon wieder ins Minus geraten hier. Nichtsdestotrotz. Synthese. Reicht schon fast aus. Wir brauchen trotzdem noch einen, der da mithilft. Nehmen wir mal Juck. Aufgabe starten. Nee. So, und dann müssen wir den anderen natürlich auch noch ausbrüten, ne?
Erkrankt, Lungenentzündung, ja. Das wird jetzt hoffentlich demnächst weggehen. Niedrige Gesundheit. Und auch da müssen wir wieder unseren Onkel Doktor losschicken. Heilen, heilen. Aber es wird. Was mit dem hier? Der ist fertig, kann also erfolgreich zurücktransportiert werden. Produkt wird eingesammelt. Und jetzt gucke ich nochmal, wo denn unser zweiter Velociraptor überhaupt rumläuft. Oder war es der letzte? Oh, wir haben keinen Velociraptor mehr. Dann können wir die ja auch mal ganz kurz deaktivieren. Weil die natürlich in den Betriebskosten auch einfach mega teuer sind. Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber ich sehe, wir haben keinen Velociraptor mehr. Oder? Doch, da haben wir noch einen. Einen haben wir noch. Der ist einsam und der ist dementsprechend unglücklich und fängt jetzt an, hier zu randalieren. Ne, Komfort ist relativ weit unten. Jetzt machen wir Folgendes. Proaktives Handeln. Betäuben. Proaktives Handeln. Heißt, wir sorgen dafür, dass dieser letzte Velociraptor erstmal ins Traumland entschwindet. Zustellung abgeschlossen. Ah, sehr gut. Krankheitsausbruch unter Kontrolle gebracht. Vielleicht bräuchte man dafür auch eigentlich eher so ein Gehege zum... Ja, für die Quarantäne. So, der ist jetzt knappe 9,5 Minuten noch im Delirium. Und jetzt gucken wir hier mal rein, wie viele Eier wir denn haben. Oh, leider nur 2, die cool sind. Lebenserwartung plus 30. Oh, darf aber auch nicht unterschätzen, dass das hier einfach mal 900.000 kostet, 2 von den Biestern zu brüten, ne? So, die hier haben Bedrohung plus 30, das wollen wir alles nicht. Ja, brüten wir dementsprechend 2 davon aus, wohl wissend, dass es dann wieder der Schritt nach hinten sein könnte. Schneller Brutvorgang, da kommt Mao ins Spiel. Und dann holen wir uns noch einen weiteren Dottore dazu, der hier unterstützen kann. Und dann werden wir die beiden danach nochmal zur Ruhe schicken. Und den Rest der Eier haben wir jetzt dementsprechend über Bord geworfen. Also 2 Velociraptoren, ziemlich teuer. 900.000 für 2 plus die 200 oder knapp 300.000, die wir für die Eier schon gebraucht haben. Und auch hier könnte man überlegen, würde mich interessieren, können wir auch gleich nochmal reingucken, leerer Brutkasten. Schauen wir nochmal rein. Also Angriff, Verteidigung 18, Angriff dementsprechend 45. Was können die denn? Verteidigung 54. Heißt, theoretisch können wir doch auch die Velociraptoren zu einem Apatosaurus packen. Und hätten da schon mal wieder ein bisschen mehr an Sauriern drin. Also er mag in jedem Fall nicht den Indominus Rex und andere, aber der Velociraptor mag, das ist ihm eigentlich egal, glaube ich, ne? Würde mich mal interessieren, also wenn wir jetzt mehr Geld hätten, oder ihr schreibt mir das in die Kommentare, ich lasse die erstmal hier in dem Gehege, sind ja gleich fertig und dann lassen wir sie mal raus und dann sehen wir, wie hier neue Saurier rauskommen werden. Nämlich genau jetzt.
haben wir sie, die Biester. Komfort 85, fehlender Wald. Fehlender Wald? Wollte gerade sagen, also geht erstmal gucken und dann könnt ihr euch beschweren, ne? So, und dann machen wir jetzt nämlich Folgendes. Dann erwecken wir den hier aus seinem Tiefschlaf, indem wir ihn jetzt mal von hier nach da transportieren. Und dann ist er nämlich auch wieder... Dann ist er nämlich auch wieder auf dem Laufenden, ne? Ist er nämlich sofort wieder wach. Boah, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Also, ein paar weitere von diesen... Indominus Rex. Und jetzt müsste ich hier bei dem Zaun natürlich auch nochmal reingucken. Wir bräuchten in jedem Fall einen stärkeren Zaun. Und das kostet leider. Es kostet leider schon wieder richtig viel Geld. Also wir sind bei 882.000. Wollen wir das mal ersetzen, ne? Aber lieber einmal ein bisschen investiert hier in einen dickeren Zaun, als einmal in die Röhre geguckt. Kein Strom. Also, der kostet auch mehr Strom offensichtlich. Kommt gleich dramatische Musik, ne? So, dann dürften aber alle erwischt haben jetzt, ne? Oh oh. Jetzt aber schnell. Habe ich zu viel auf einmal wieder gemacht? Komm, bau den Mist. Bevor die Saurier da rauskommen. Oh, schnell, 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 schnell. Kein Strom. Ach, guck mal, jetzt fangen die an zu kämpfen. Warum fangen die an zu kämpfen? Also, Velociraptor 4 ist die neue Nummer 1. Und da schicken wir hier jetzt mal... Nein, sorry, falscher Knopf. Unsere mobile Veterinäreinheit wieder auf... Tour. Oh fuck. Entschuldigung. Habe ich das laut gesagt? Komm, bau den Mist. Jetzt muss es doch schneller gehen. Dass der neue Zaun auch tatsächlich mehr kostet. Also an Bauzeit. Komm schon. Genau vorm Hotel. Was ist jetzt hiermit? Fehlt noch die letzte Stelle, die gebaut wird. Warum dauert das jetzt so lange? Ah, das, weil der Saurier da im Weg liegt, ne? Aufgabe hinzufügen, betäuben. Achso, können nur zwei gleichzeitig betäuben. Jetzt ist er gebaut. Ja, komm, brich ab. Abbrechen. Okay, jetzt war es zu spät. War natürlich der falsche. Aufgabe hinzufügen. Der da wird's. Den hier sammeln wir jetzt ein und bringen ihn darüber, bevor er gleich gefressen wird vom anderen. Der ist beim Fressen ist er getroffen worden. Wow. So, aber wir schauen hier nochmal rein.
Komfort ist perfekt. Größe könnte noch größer sein, also vom Bestand her. So, und den da drüben haben wir jetzt auch. Das heißt, den können wir jetzt transportieren. Das ist der mit der Verletzung. Der kommt da rein. So, und jetzt brauchen wir wieder einen, der in der Lage ist, das Ganze zu machen. Schaffen wir aber derzeit erstmal nicht, weil die Jungs abbrechen, 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 weil wir die Jungs jetzt im Personalzentrum erst einmal erholen lassen müssen. Hier geht das noch. So, und dann möchte ich aber auch gleich in der Forschung mal ein bisschen vorankommen. Oh, 61.000 nur noch. Das lag jetzt wahrscheinlich daran, dass die Parkbewertung oder dass hier die Zäune gerade repariert wurden. Und schon sind wir wieder bei... Wow, guck dir das an. Ist doch nicht zu fassen. Und schon sind wir wieder minus. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das lag jetzt wahrscheinlich an der Bedrohung hier. Ah, siehst du, Zahlungsunfähigkeit. Du erhältst Geld, indem du Gebäude abreißt, Fossilien und Saurier verkaufst, Aufträge erfüllst und Fotos mit einem Ranger-Team machst. Ja, du warst ein bisschen zu schnell gerade. Aber Aufgaben können wir nochmal reingucken. Haben wir denn noch andere Missionen? Vielleicht habe ich das ja noch nicht ganz durch... Nee, habe ich nicht. Das ist nur hier der... Der letztendlich... Parkbewertung sehe ich hier also auch noch nicht. Liegt also derzeit tatsächlich daran, warte, vielleicht sehen wir das nochmal, Gäste sind hier runtergegangen, weil vermutlich die Bedrohung gerade zu groß war. Ja, müssen wir abwarten, bis die Parkbewertung wieder steigt. Aber eigentlich... Ist die Bedrohung gebannt? Was ist mit ihm? Er fliegt irgendwo hin. Die Bedrohung ist eigentlich gebannt. Heißt, die Parkbewertung müsste jetzt sukzessive wieder nach oben gehen. Ich hoffe, das passiert dann auch gleich. In jedem Fall sind unsere Wissenschaftler gleich erholt und... Wenn das noch ein bisschen dauert, dann lasse ich es jetzt einfach mal ein bisschen schneller durchlaufen. Das ist die Parkbewertung. Leider noch nicht genug. Aber es wird wieder weniger, ne? Das heißt, es geht wieder hoch. Parkbewertung ist wieder auf dem alten Stand. Und wir sehen, eine Kleinigkeit sorgt dafür, dass hier direkt... Halligalli ist, ne? Alle Besucher weg. Ich meine, gut, klar, wenn da irgendwo so ein Fleischfressergehege nicht mehr umzäunt ist, ja, dann würde ich auch gehen. Im Übrigen hatten sie jetzt einen neuen Jurassic World Film angekündigt, habe ich gesehen. So, und jetzt können wir ihn hier rausholen und auch zur Reparatur, zur Behandlung schicken. Reparatur ist gut. Ah, fehlt noch ein Ticken Geld. Abbrechen. Kommt aber gleich. Jetzt können wir. Jetzt brauchen wir eigentlich nur die 5, ne? Zur Abholung des Produkts unterwegs. Ja, und jetzt warten wir drauf, dass wir wieder Geld bekommen. In der Hoffnung, dass jetzt nicht noch mehr Saurier sterben und wir weiter nachproduzieren müssen. Wobei mich auch mal interessieren würde... Oh, siehst du, gerade spricht man davon. Wo ist er? Ah, Velociraptor 1 ist gestorben. Sind die jetzt wieder nur zu zweit? Hä, ärgerlich. Und er ist jetzt auch erstmal wieder nur alleine, weil der andere wird ja jetzt noch behandelt, ne? Und jetzt machen wir Folgendes. Komm, ich kenne da ja nichts. Der kriegt jetzt auch erstmal eine Spritze. Oder war das jetzt der, den wir eigentlich reparieren wollten? Also, warte.
Jetzt gucken wir nochmal rein. Nicht, dass hier... Ah, nee, das war tatsächlich der, der jetzt verletzt war. Gut, dann brauchen wir den Hubschrauber auch nicht mit der Aufgabe zu belangen. Moment. Einfangteam 1. Achso, hat er schon gemacht. Das ist natürlich blöd wieder. Hier, ein Problem nach der... nach dem anderen. Okay. So schnell kann es gehen. Und schon haben wir wieder nur noch 2 Velociraptoren. Ich möchte aber noch 3 haben, dass wir hier die Fünfergänge haben. Transport im Gange. Saurierkampf. Warte. Ihr beide gegeneinander. Warum? Bestand 3. Hier geht es bestimmt um die Vorherrschaft. Ja, würde ich sagen, gucken wir doch mal rein, wie die beiden hier Dinge miteinander tun. Produkt wurde zugestellt. Roms. Warte, das machen wir langsamer, sonst sieht es komisch aus. Ist der eine denn... große Verletzung. Ich hasse euch. Achso, sind die jetzt gerade beschäftigt oder was ist mit ihm? Gehirnerschütterung. Gut, bei Gehirnerschütterung können wir wahrscheinlich nichts machen. Achso, Betäubung und Transport zu einer paliomedizinischen Anlage. Gut, das ist dann wieder der Hintergrund. Jetzt müssen wir hier mal reingucken. Ach nee, brauchen wir gar nicht, weil der andere wird ja gerade gar nicht beackert. Also, Aufgabe hinzufügen. Betäuben. Dann fangen wir den ein und bringen den wieder dahin. Derweil warten wir darauf, dass wir mehr Geld bekommen. Einmal noch kurz auf F1 gedrückt. Derzeit also knappe 140.000, die wir plus machen pro Minute. Und trotzdem dauert es natürlich noch ein bisschen. Wo ich auch nochmal reingucken möchte, war die Forschung. Infrastruktur. Was ist das? Fahrzeugupgrade. Belohnung, Unterstützungsanlage, Aufgabenplanung, weiterführende. Ja gut, das machen wir erstmal nicht. Was haben wir hier? Personalverbesserung. Das machen wir auch erstmal noch nicht. Leicht. Personalkosten kann man ja noch reduzieren. Kleine Pflanzenfresser, Fleischfresser. Hier müssen wir auf jeden Fall was erforschen. Kostet 500.000. Fleischfresser 4. Und damit würden wir dann auch den Zugang zum T-Rex freischalten. Mittelgroße Pflanzenfresser. 8, Sauropode 2. Kostet aber auch 500.000. Und ist etwas, was ich gerade gar nicht mir leisten kann. Hier hätten wir noch ein Stegosaurid. Ja. Und so kriegen wir immer mehr Saurier. Ja, ich habe das Prinzip langsam verstanden. Ja, da hatte ich gerade schon reingeguckt. Infrastruktur. Hier, Strom. Ist auch nochmal wichtig. Verbessertes Stromnetz. Du hältst Zugriff auf weitreichendes Stromnetz. Kostet auch 500.000. Es ist halt einfach mega teuer. Schwerer Zaun kostet auch 500.000. Sicherheitsbewertung 5. Das wäre aber etwas, was wir zukünftig brauchen, wenn wir zumindest vom T-Rex reden. Freigeschaltet 1 von 4. Da ist nichts weiter freigeschaltet. Dinosaurier freigeschaltet 3 von 3. Genmodifikation. Ja, das ist auch noch etwas. Da wollte ich auch nochmal genauer reinschauen. Gruppenanpassung. Gesellig kriegt man dadurch. Reduziert quasi oder verringert ungesellig. Und hier oben haben wir Anpassung an Engräume. Enge Räume. Für Genügsamkeit hat. Die Chance, dass der Dinosaurier Merkmal genügsam erhält, verringert die Chance, dass er anspruchsvoll erhält. Das wäre schon mal etwas, was super wäre. Dann haben wir hier spezienübergreifende Anpassung. Chance tolerant erhält, das wäre auch gut. Weniger intolerant. Was bei denen hier? Starke Herz- und Lungenmuskel. Einfluss auf die Fitness. Erhöht die Chance, dass er fit erhält. Ja. Hier kriegen wir belastbar. Das ist auch wichtig. Da würden wir kriegen wehrhaft.
verletzlich erhält, ja. Und eigentlich haben wir bislang nur die langsame Gehirnalterung. Jetzt kriegen wir hier kleiner Hunger. Großer Hunger, ja. Schwach, stark. Ja, das sind alles Dinge, die wir noch erforschen müssen. Wir könnten ja mal das hier angehen. Wir brauchen 4 Wissenschaft und einmal Logistik. Ja, dann haben wir das damit abgeschlossen. 100.000. Erforschen wir schon mal das. Gut, da kommt er. Die wilde Bestie. Toter Saurier. Warum denn jetzt schon wieder? Und wo? Oh no. Hier drüben. Ist einer unserer Triceratops gestorben? An Altersschwäche. Und da wir da nur 2 von haben, ist jetzt natürlich wieder das Problem, dass der hier einsam ist und auch gleich nicht mehr happy. Und das wiederum bedeutet, dass wir jetzt hier reingucken müssen, um zu schauen, dass wir von den Triceratops noch welche produzieren. Nennen wir es einfach mal produzieren. Schwach, 50%, ja. Also auch etwas, was wir freischalten müssen. Ja, 7 brauchen wir. Alvarez und Sanueza. Aufgabe starten. Und bitte, jetzt lass keinen Tropensturm kommen. So, der da drüben ist abgeholt, kann dann dementsprechend hier hin. 6. Dann sind das die beiden. Kostet 60.000. Also, du kannst hier gar nicht so viel Geld einnehmen, wie du eigentlich bräuchtest, weil hier ständig irgendwas passiert. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu langsam am Anfang, was Geld einnehmen angeht. Ja, und zumindest das Triceratops-Gelege ist fertig. Heißt, hier können wir jetzt mal gucken. Eier auswählen. Oh, nur ein gutes dabei. Kostet 350.000. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Meine Herren. Cool wären natürlich 2 gewesen, ne? Haben wir aber kein Geld für. So, Wissenschaftlerlimit, müssen wir kurz warten. Schauen wir nochmal ins Personalzentrum rein. Ist hier wieder einer am Limit? Nein, aber 3 sind beschäftigt. Und der Rest kann es nicht. Aber müssen wir kurz warten. Und der arme kleine Triceratops. Forschung abgeschlossen. Beginne Produkttransport. Na, das haben wir jetzt freigeschaltet. Das ist gut. Das heißt, theoretisch können wir bei den nächsten Modifikatoren und Modifikationen, die wir hier durchführen, wenn wir jetzt mal hier reingucken würden, könnte man jetzt sagen, Triceratops Gen modifizieren. Aha. Können wir trotzdem nichts ändern. Doch, hier hinten, bei Kampf. Können wir jetzt die Fitness erhöhen. Ja? Mal sagen, so. Und so, und dann hätten wir noch 3 verfügbare Genmodifikatoren. Speichern und beenden. Und das können wir bei allen anderen jetzt auch machen. Die Frage, die ich jetzt gerade noch habe, ist ja folgende. Wenn ich mir die hier angucke, der mag Ceratopsid, mag nicht die Stegosauriden. So, aber Triceratops steht da nicht mit drin. Jetzt ist ein Triceratops gehört. Mag die Ankylosauridae. Ja,
Ceratops sieht Marker nicht. Ist denn das jetzt hier ein Ziel? Nee. Das ist ein Tri und kein C, ne? Ja. Und Ankylosaurier ist er auch nicht. Ja, also lassen wir die da, wo sie sind. Ich hatte gerade nur überlegt, ob wir vielleicht hier noch wen dazu holen. Was war mit denen hier? Die waren auch so schweineteuer. Ja, brauchen wir einfach mehr Geld. Hilft nichts, müssen wir kurz warten. Und am liebsten hätte ich jetzt die 700.000. Wobei, wir hatten ja auch nur einen hier, der cool war, ne? Ja, den Rest können wir leider nicht. Ja, schwach im Angriff. Gut, können wir auch noch mitleben, ne? Plus 30 Dominanz, plus 15, nee, das wollen wir nicht. Bedroht alle, das wollen wir auch nicht. Und das wollen wir auch nicht. Also die beiden könnten wir auswählen. Müssen wir halt nur kurz warten, bis wir noch ein bisschen Geld dazu kriegen, ne? Und immer mal ein Auge hier drauf werfen, dass er hier nicht sauer wird, so wie es gerade der Fall ist. Ja, ja, Junge, du kriegst ja gleich noch einen. Oder du stirbst jetzt einfach, das wäre auch noch eine Option. Das wäre auch noch eine Option. Ja, ist einsam. Das glaube ich. Die sind auch ganz schön groß hier, die Biester, ne? Ja, die anderen Marker halt nicht so. So, Behandlung abgeschlossen. Das ist gut. Das war auch das, was ich wollte. Heißt, den können wir nehmen und schieben ihn zurück in sein Gehege. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Und dann sind wir mit dem zumindest schon mal durch. Und jetzt ist halt wichtig, dass wir gleich auf die 700.000 kommen. So, dass wir zwei neue von den Triceratops da reinbringen können. Kann natürlich auch sein, wenn der andere 30% schwach hat, dass er dann als nicht würdig angesehen wird und ständig angegriffen wird von den anderen. Das wäre natürlich auch eine Chance. Transport hat begonnen. Die wir eigentlich nicht wollen, weil es uns nur Kosten verursacht, ne? Ja, aber ist noch bei Komfort 71. Geht also noch. So, von den Velociraptor haben wir immer noch nur zwei. Produkttransport beendet. Die sind eigentlich auch ganz happy. Die sind ganz happy. Statusprüfung läuft. Und die sind eigentlich auch alle ganz happy. Die hier hinten sind auch happy. Fehlen nur noch wir, die happy sein wollen. Und happy bin ich dann, wenn ich mehr Geld habe. So, wo ist er schon wieder? Unser... da. Einsam, aber immer noch 71%. So, jetzt haben wir eine Million knapp auf dem Konto. Muss aber noch besser werden. Na, so richtig viel Plus machen wir gerade nicht mehr, ne? 148.000, okay. Oh no, warum kämpft ihr? Ihr macht mich fertig. Ja, dann Onkel Doktor, auf geht's. Einmal prüfen. Und hier schicken wir das Ranger-Team hin, was ihn abholen wird. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz bei unserem Personal nach. Der hier ist zum Beispiel gerade dabei, das Limit zu überschreiten. Ist das hier eine Gehfläche? Ja, begehbare Fläche. Und er hier hat, glaube ich, Hakenwürber. Ne, er hat auch einen kleinen Bruch. Wie kann ich denn einen kleinen Bruch
So, das macht der. Und der hat einen großen Bruch. Ja, da fehlt es auch. Nicht identifiziertes Leiden entdeckt. Moment. Mein Freund. Aufgabe hinzufügen. Und du wirst abgeholt. Und hier reingebracht. Und da brauchen wir Sunny 4. Dann nehmen wir die beiden. Aufgabe erfüllen. Beenden. Und hier müssen wir trotzdem den Treibstoff ein bisschen auffüllen. Haben wir gemacht. Great. So. Und dann sind wir... Achso, weil ich gerade wieder Geld ausgegeben habe. Bei 1,85 Millionen. Ja gut, das ist halt auch nicht pro Minute, sondern pro Sekunde jetzt gerade, was hier runtergeht. Und hier können wir jetzt die Eier auswählen und sagen... Achso, das Personal ist beschäftigt. Ja, natürlich fehlt jetzt wieder einer. 700.000. Gut, müssen wir kurz warten, bis der Junge hier geheilt wurde. Ach, da ist auch noch einer. Nicht jetzt diagnostiziertes Leiden. Das ist natürlich schlecht. So. Moment. Onkel Doktor. Aufgabe hinzufügen. Heilen und scannen. Was könnte er haben? Oh, hoffentlich nichts Schlimmes. Denkt dran, wir haben kein Geld, Leute. Da fährt er, der Onkel Doktor. Wie sieht es hier aus? Da wird am Velociraptor rumgearbeitet. So, jetzt müssen wir hier gucken, dass der andere nicht durchdreht. Da. Hungrig, Komfort. Nahrung. Warum? Stand 1. Hungrig, Komfort. Alles klar, ich mache hier die nochmal auf. Sofort einmal verteilen. Aktivieren. Kommt die Ziege? Jo, da kommt sie schon. Und dann könnte er hier eigentlich daran arbeiten. Weil ich auch hier nochmal reingucke. Ne, der muss nicht nochmal behandelt werden. Das passt soweit. So, der ist bereit zum Transport. Heißt, den nehmen wir. Packen ihn wieder hier rein. Dann ist zumindest die Einsamkeit schon mal beendet. Und, oh, ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich wieder so ein Tropensturm, ne? Sonst muss ich gleich irgendwann ausrasten. In jedem Fall sind wir jetzt bereit zum Ausbrüten. Eier auswählen. Haben wir. Kostet uns 700. Ah, komm schon. Schneller Brutvorgang. Und jetzt brauchen wir noch einen mit dem hier. Dann nehmen wir den Juck. Ha, ich mach mich alle fertig. Können wir hier eigentlich noch irgendwas zu dieser Brutensturmabwehr, erweiterte Ausrüstung? Beginne Produkttransport. Erhöht die Synthesechance jedes Eis um 50%. Ja. Alles schön und gut. So, jetzt warte ich nur noch drauf, dass dieses Ei hier ausgebrütet wird. So, und jetzt gucken wir hier hinten nochmal. Da liegt nämlich auch noch einer rum. Innere Blutung. Ihr macht mich alle fertig. Und auch den müssen wir gleich vermutlich noch hier hinbringen. Und als nächstes dann behandeln lassen, ne? Betäubung, Transport zu einer Anlage. Produktzustellung bestätigt. So, gehen wir mal näher ran, dass wir auch den richtigen betäuben. Dass die sich immer alle nicht gerne haben, ne? Könnt ihr nicht einfach lieb zueinander sein? So, was sagen die Eier? Okay, es ist zumindest Einnahmesteigerung. Ja, okay.
So, Saurier erfolgreich per Airlift freilassen. Und jetzt kommen da zwei dazu. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Und dann kommt da vorne noch einer hin. Und dann ist er auch gleich nicht mehr einsam, auch wenn er sich schon selber fehlt. Ja, meine Lieben, und das soll es für diese Folge gewesen sein. Während wir sehen, wie da hinten die Schwerlasttransporter unsere Triceratops frisch geschlüpft aus dem Ei hierher holen und dafür sorgen, dass er hier, der gerade einsam ist, der Triceratops Nummer 1, dann nicht mehr einsam ist. Und ja, mehr können wir derzeit nicht tun. Und dann hoffe ich, dass noch mehr an Money hier reinkommt. Na, wir sind ja schon wieder bei 940.000, das ist zumindest etwas. Und dann bauen wir uns jetzt erstmal einen kleinen Puffer auf, weil ich vermute, dass wir gleich doch noch den einen oder anderen Saurier ausschlüpfen lassen müssen. Und das geht nur, wenn wir Geld haben. Na? Jo, und dann müssen wir noch forschen und dann müssen wir Expeditionen durchführen und es kostet einfach alles Money, Money, Money. So, ihn hier können wir auch transportieren lassen. Der ist nämlich jetzt abgeholt worden. Und dann bringen wir den jetzt hier noch zur Krankenstation. Wählen hier noch unsere Doktores aus, die beiden, und zahlen glatte $147.500 dafür, dass der Mann, der Junge hier dementsprechend geheilt wird. Jo, also wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da, freue ich mich drüber, gerne auch eure Kommentare und falls ihr noch kein Abo habt, drückt auch gerne auf den Knopf und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye bye.